Podcasting begann als Spielwiese, auf der man frei und unbeschwert neue Ideen ausprobieren konnte, ohne sich dabei an einengende Anforderungen aus den etablierten Medien halten zu müssen. Mit dem steigenden Erfolg des Mediums Podcast entstand plötzlich ein neues Korsett aus Anspruchsgedanken und Sorgen, etwas falsch machen zu können in den Köpfen vieler Podcasterinnen. Unser Referent des letzten Vortrages für den heutigen Abend ist studierter Soziologe. Im Aufwachen-Podcast betrachtet er zusammen mit Thilo Jung kritisch das Verhältnis zwischen Ereignissen und deren Darstellung in den Medien. Heute Abend möchte er mit einer Anleitung für einen Kopffrei-Podcast für ein entspannteres Verhältnis zwischen Podcasterinnen und ihren Podcast sorgen. Einen herzlichen Applaus für Stefan Schulz. Ja, danke. Ich weiß, ich bin der Letzte und nach mir kommt das Essen, aber ich habe gehört, es kommt nicht vor 20 Uhr. Und es gibt mir die Gelegenheit, vielleicht nochmal so eine kleine Klammer auch zu schließen, die wir gestern aufgemacht haben und die wir heute in so einer ganz wunderbaren Art und Weise, zumindest hier im Saal, den ich heute den Tag über mit besessen habe, auch fortgeführt haben. Vor allem der letzte Vortrag jetzt von Vincent hat mich nochmal, der war sehr interessant, weil ich kenne eben auch diese Arbeit in diesen großen redaktionellen Medienhäusern. Zwar nicht als Podcaster, aber es sind dann doch so 400 Artikel in der FAZ zwischen 2011 und 2014, die ich jetzt mal so kontrastieren könnte mit 400 Podcast-Ausgaben zwischen 2015 bis heute. Übrigens, mit mehr als 1000 Stunden, das hatte uns letztens ein Hörer darauf hingewiesen, also da sammelt sich recht viel, um das so zu machen. Und ich will nochmal gestern bei den Fragen, die wir gestern hier im Saal gestellt hatten. Also was ist ein Podcast? Anders oder anderes als Radio? Und was ermöglicht eigentlich ein Podcast? Also dieses sprechende Denken hatte Moritz, dazu kommt ja auch auf der Gegenseite dieses hörende Denken. Das hat er also gestern so ein bisschen ausgespart, aber man kann es dann auch durch die Spitze treiben, man hört sich ja selbst zu, dieses Zuhören, aber es hört eben auch jemand anders zu. Das ist ja beim Podcast eine ganz wichtige Rolle. Und vielleicht möchte ich jetzt diese Gelegenheit nutzen, auch diesen Begriff des Podcasts nochmal zurückzuerobern. Zu uns, die wir das so als Hobbyisten verstehen. Wir haben jetzt in den letzten 4 Vorträgen mitbekommen, es ist sehr viel Lust- und Laune-Prinzip schon drin, auch wenn in großen Medienhäusern, sei es im Radio oder in Schrift- und Textbasierten, also in Zeitungen, gepodcastet wird. Aber vielleicht gibt es da doch noch einen gravierenden Unterschied, den wir uns nochmal vergegenwärtigen sollen, bevor jetzt alle einfach sagen, sie machen einen Podcast und wir das gar nicht mehr groß unterscheiden. Und da ist gerade dieser Nachmittag, den wir heute hier hatten, besonders interessant gewesen, weil wir können ihn ja grob in 2 Blöcke einteilen. Es ging los mit dieser Selbstermächtigung. Man könnte sagen, es wurde Technologie vorgestellt, die aus der Community erwächst, aber man könnte eben auch sagen, und es war ja auch sehr einschüchternd zu sehen, wenn man als nicht ganz so technikaffiner Kerl unten sitzt und dann hört man halt die Vorträge von Ralf und von Georg und von Sebastian. Und dann hört man auch, wie viele Menschen im Grunde im Hintergrund da schon arbeiten. Also 12 Entwickler machen Ultraschall und Tim hat mit 7 Podlarven einen Verein gegründet. Und Georg hat mit Auphonic ein eigenes Unternehmen. Aber auf unserer Seite, die wir doch Podcasts machen, heißt es doch am Ende nur noch, und das ist ja das Ziel, so ein Klick. Ja, die Ein-Klick-Lösung, da sind wir schon relativ viel, relativ nah. Also wenn wir uns Ultraschall, StudioLink, Podlarve, Auphonic und dann auch so diese visuelle und akustische Musik, spielt heute nicht hier im Raum, aber in Raum A, weil sehr viel sozusagen musische Identität, die man auch noch in seinem Podcast einbauen kann, dann haben wir es doch mit so einer Selbstermächtigung des Podcasters und der Podcasterin als die eine Person zu tun, die das alles aus einer Hand machen kann. Und wenn wir dann uns nochmal erinnern, Tim hatte gestern schon nochmal erinnert an Medium Stimme, Stimme und Stimmung, die Sinne, dieses sinnliche Erleben. Und auch der Verweis auf den Kopfhörer, es ist eben nicht nur das Smartphone, sondern es ist der Kopfhörer, der noch dazukommt. Dann haben wir doch inzwischen schon eine sehr kurze Distanz zwischen dem sprechenden Mund und dem hörenden Ohr. Also das konnte man sich vor 20 Jahren so alles noch nicht vorstellen, als man noch glückselig war, wenn man eben diesen Driveway-Moment, ja, also man steigt nicht aus seinem Auto, weil da noch ein tolles Radioprogramm lief. Und wenn man die 2 Minuten sozusagen noch ernten konnte an Aufmerksamkeit, dann war das schon ein Erfolg für so einen Sender. Aber mit so einem Podcast im Ohr, da steigt man natürlich trotzdem aus und man hört den Podcast noch stundenlang, bis man dann irgendwann einschläft. Und das sind natürlich ganz andere Dimensionen, die da eine Rolle spielen.
Für alle, die das interessiert, da fand ich Georgs Vortrag vorhin auch nochmal hier wirklich erwähnenswert, der uns diesen alten Loudness war und jetzt die neuen Formen, die es davon gibt, auch nochmal nahebrachte und eben auch, und da hat er gar nicht so seine Arbeit so im Vordergrund gestellt, aber das alles so wegautomatisiert. Damit muss man sich gar nicht befassen. Diese Pflege der letzten Millimeter zwischen eben dem Mikrofon, in das man spricht, bis an der anderen Seite der Ton dann im Ohr ankommt, da wird sich schon gut drum gekümmert. Man muss da gar nicht so professionell an die Sachen rangehen. Die Ein-Klick-Lösungen sind sozusagen nicht allzu weit entfernt. Und Moritz hat ja gestern auch nochmal das Hören in den Raum gestellt, also diesen. Und das ist gerade für schreibende Journalisten interessant, wenn die SZ und die Zeit und auch bei Spiegel Online ist ja ein sehr Textmedium, geschriebenes Medium, wie die da jetzt nochmal umswitchen und dieses körperliche Erleben halt mit reinholen. Den sinnlichen Teil, dieser physische Mitvollzug der Sprechakte eines anderen, der gar nicht jetzt gerade mit mir spricht, sondern der gestern in der Mikrofon sprach. Aber es ist eben doch ein ganz anderes Erleben, als wenn ich lese, auch wenn ich da sehr mit mir beschäftigt bin und auch wieder was Tolles erlebe. Also ich will nichts gegen den Text sagen, ich bin immer noch großer Fan des Textes, aber dieses sinnliche Erleben durch Zuhören, das haben wir hier doch besonders weit getrieben mittlerweile und vor allem mit unserem Hauptanliegen Unabhängigkeit. Wir wollen es ja alles selber machen. Wir entscheiden über unsere Podcasts und auch über unsere Podcatcher. Also diese Lücke zwischen Zuhören und Machen, die ist dann gar nicht so groß. Auf beiden Seiten sind wir mittlerweile die Herren und die Damen über die Technologie und die Inhalte, die wir da uns reinholen wollen. Und da sind wir auch sehr zufrieden und sehr froh. Und wir sehen das ja auch an der Größe der Subscribe dieses Jahr. Dieses Medium, diese Form mit Inhalten umzugehen, die boomt. Und da muss man eben dazu sagen, jetzt, wo es auch endlich da ist, dieses Medium, es ist eben nicht einfach nur so ein anderes Radio, sondern wir haben jetzt Podcasts und wir sagen, sie boomen. Und ich würde an dem Punkt Tim noch mal kurz widersprechen und dieses Verhältnis eben noch mal neu ordnen. Der Podcast ist nicht sozusagen das nächste Medium, das an das Radio anschließt, sondern das Verhältnis von Radio und Podcast ist vielleicht doch ein bisschen anders und wir müssen uns jetzt wieder das neu vergegenwärtigen. Denn, und das war der zweite Block, den wir jetzt gerade abgeschlossen haben, nach sozusagen der Unabhängigkeitserklärung über die Verfügbarkeitmachung von Technologie haben wir eben nochmal gehört, wie man auch einen Podcast ziemlich gut organisiert gestalten kann. Also journalistische Produkte in Medienhäusern, inhaltliche Arbeit, scharf getrennt von technischer Produktion. Also wir haben gerade in der Süddeutschen Zeitung das Studio gebaut. Das haben natürlich nicht diejenigen zusammengeschraubt, die dann auch in die Mikrofone sprechen, sondern da wird getrennt. Und der Finanzierungsanteil, auch wenn die Refinanzierung des Podcasts selbst oder des Audioangebots in den Medienhäusern noch ungeklärt ist, auf jeden Fall ist geklärt, dass erstmal Geld fließt, egal wie man es dann wieder reinholt. Und dass dieses Geld fließt, ist ja auch wichtig. Also Redaktionen werden da auf die alte, traditionelle, bewährte und ja auch wichtige Weise weiterhin abgeschirmt. Und es werden Freiräume für inhaltliche Arbeit geschaffen und das ist ja auch ganz wichtig. Ich finde es dann immer wieder bemerkenswert, das hatten wir ja heute auch hier zu sehen, mit Maria, die Zeit da unterstützt, wie sehr diese Medienhäuser, von denen man eigentlich glaubt, die sind auf alles vorbereitet, dann doch externe Beratung oder sogar externe technische Hilfe bis hin zur Produktion in Anspruch nehmen müssen. Und auch da, würde ich sagen, hat ja die Podcast-Landschaft dann mit Haus 1 zum Beispiel, Pool Artists oder auch 4000 Hertz, mal gucken, wie es da weitergeht, relativ viel Angebot geschaffen. Nur, wir müssen das nochmal von unserer hobbyistischen, unabhängigen Podcast-Produktion unterscheiden. Bei denen, was wir zuletzt gehört haben, bei den Projekten, dominiert und hat einen sehr hohen Stellenwert Organisation und Entscheidung. Also wir haben das gerade gehört, beim Spiegel ist ganz entscheidend, ist Volker Weidermann gerade im Haus oder ist sein Büro frei? Ja, wegen der guten Akustik, weil er da so viele Bücher drin hat. Wie viele Redakteure stehen eigentlich Schlange? Während wir das so hören, können wir uns ja auch fragen, aber wenn die bei Stimmenfang Schlange stehen, die Redakteure, warum machen die nicht einen eigenen Podcast? Warum gibt es nicht einen zweiten Kanal, wo die Redakteure dann eben selbstbestimmt einfach nicht auf Organisation und deren Entscheidung warten, sondern einfach selbstbestimmt publizieren? Oder auch, das war ja auch bei Spiegel Online vorhin zu hören, hat Merkel eigentlich was Wichtiges gesagt? Dann dominiert das auch inhaltlich den aktuell anstehenden Podcast. Wenn die Schüler demonstrieren, dann dauert es immer noch eine Weile, bis man die dann auch wieder ernst oder überhaupt erstmal ernst nimmt. Die müssen dann schon 3-4 Wochen Durchhaltevermögen zeigen, bevor man auf sie zurückkommt. Bei der Zeit, das fand ich von Maria besonders interessant, wie sie es meinte,
3 Millionen Meetings mit 1000 Ideen. Das ist natürlich völlig übertrieben, aber da sitze ich dann auch wieder da und frage mich, naja, aber wenn ihr 3 Millionen Meetings macht und 1000 Ideen durchprügelt, warum ist das eigentlich nicht der Podcast? Will man nicht eigentlich das hören, wie Journalisten zusammensitzen und in Konferenzen? Und in Konferenzen auch darüber reden, was sie eigentlich ablehnen, aus welchen Gründen sie welche Themen für welche Medien ablehnen. Ja, und dann war eben noch der witzige Spruch von der Zeit, also Sex ist immer aktuell. Ja, das war das Zitat von vorhin. Das ist natürlich ganz alte Medienlogik nochmal portiert in die neuen Möglichkeiten. So, und wenn der Chef Jochen Wegner selber Lust auf Podcasts hat, dann dauert es auch nur, Zitat, 3 Wochen, bis so ein Podcast von der Idee, ja, bis zur Entstehung dann auch, also 3 Wochen nur, das ist ziemlich gut. So, die Folge ist also, wir haben hier eben aus den Medienhäusern sehr raffinierte Endprodukte vorgestellt bekommen. Spiegel Online, die beiden haben es ja auch viele Beispiele mitgebracht, wie auch in der Süddeutschen Zeitung. Also man ist da schon stolz auf die Arbeit, auch zu Recht, und die unterscheidet sich und natürlich auch sehr durch den Produktionsaufwand. Wir haben gerade bei der von Vincent nochmal aus der Süddeutschen Zeitung, wie dann die Schnitte aussehen. Also ja, da sitzt man auch wieder da und macht einen fast ein bisschen traurig, wenn man weiß, der Arbeitsauftrag in diesen Häusern ist, ihr habt 26 Minuten Material und das ist auch alles gut, macht mal 12 Minuten draus. Ja, das kennt man so als Schreibender auch, wenn es heißt, redigier mal den Text, du hast nur die Hälfte der Platz und dann ist es nicht mal der eigene und man muss den anderen sozusagen noch in der Mitte halbieren. Das sind schon Sachen, die tun dann auch weh. Da kann man noch so viel Lust auf Podcasts haben, aber das schmerzt. So, also wir haben es hier mit sehr raffinierten Podcast-Produktionen zu tun oder Audio-Produktionen, von denen wir auch sagen, ja, das ist hervorragend. Das kommt natürlich alles nicht an den Goldstandard ran, den Michael Barbaro da mit The Daily abliefert, aber das sind eben auch 20 Namen aus der Produktion, die er da jeden Abend vor oder nach jeder Sendung vorliest. Dafür täglich und so weiter, also beeindruckende Arbeiten. Auf der anderen Seite auch wieder witzig, wie man jahrelang sich als Verlag dagegen gewehrt hat, dass der Rundfunk zu presseähnlich wird und zu viel Text im Internet publiziert. Und jetzt verwandelt sich so langsam jedes Medienhaus in so eine kleine Radiostation. Also hier gerät doch einiges aus den Fugen und genau darüber will ich jetzt nochmal sprechen, denn wir müssen Podcast und Radio neu ordnen, damit das hier, und das wird vielleicht auch eine Kritik, mal gucken, die Subscribe nicht zur Radiokonferenz wird oder zur Medienhauskonferenz. Das steht ja alles in Gefahr, wenn man jetzt die letzten, wir haben es natürlich bewusst so gelegt, aber ich weiß, die Rezeption ist natürlich so, dass man das wieder kritisiert. Und deswegen können wir ja mal diesen selbstgemachten Hobby-Podcast, so würde ich es jetzt mal nennen, und diese neue Form organisierten Radios, nicht nur bei Rundfunkanstalten, sondern auch in Medienhäusern, neu ordnen und vielleicht in eine Definition bringen, und dann nochmal 2 Teilen. Zuerst aus Sicht des Hörers macht es keinen Unterschied mehr. Man hat seinen Podcatcher, da sind 75 Dinger drin. Man freut sich auf die einen mehr, auf die anderen weniger. Ob da noch organisiertes Arbeiten im Hintergrund steht oder totale Spontanität, das sieht man auch an den iTunes-Charts. Also wer mal gemischtes Hack gehört hat, 150.000 Downloads, aber eine absolut spontane Gesprächssituation, in der gar nichts vorbereitet ist. Also da liegen nicht mal Notizen bereit oder sonst irgendwas. Absolute Spontanität dominiert an der Reichweite beim Hörer. Kommt das einfach an und wird dann akzeptiert und ist da ununterscheidbar. Für die Macher gibt es allerdings einen großen, großen Unterschied. Und da würde ich jetzt sagen, die eine Folie hätte ich vielleicht machen sollen, ist jetzt nur ein bisschen kompliziert. Wenn man jetzt Podcast und Radio unterscheidet, könnte man sich ja die Münze mit den berühmten 2 Seiten vorstellen. Man sieht immer nur die eine, also sie hängen miteinander zusammen, aber man sieht immer nur die eine. Und sie sind sozusagen unvereinbar miteinander. Und auf der einen Seite wäre eine Definition von Radio, und da würde man dann sagen, Radio, das ist wie Podcasts, aber für einen Programmdirektor gemacht. Und ein Podcast ist wie Radio, aber nur für den Hörer gemacht. Also man nimmt den Programmdirektor auf der einen Seite raus und steckt den Hörer auf der anderen Seite wieder rein und dann fragt man sich, für wen produziert man eigentlich? Und dann hätte man sozusagen eine Definition von sich gegenseitig ausschließenden, aber eigentlich so unverwechselbar, aber doch unvereinbaren Medienformen, der Podcast auf der einen Seite und das Radio auf der anderen Seite. Und das ist dann auch, wie weit man die These treiben kann, weiß ich nicht, aber die Seite des Podcasts, die nur an den Hörer denkt und wo auch nur für den Hörer produziert wird, die hat doch in erheblichem Maße, wenn man dann Nähen zu Medienform sucht, in erheblichem Maße ist das Social Media eigentlich.
da muss man sich so ein bisschen lösen von dieser Perversion, die wir ansonsten so als Social Media, also diese Optimierung auf Millisekunden und Displaygebundenheit und der ganze Kram, das kann man alles aus der Definition rausschmeißen und sagen, ja, Smartphone ist wichtig, aber eben der Kopfhörer, Zeitdimension, das sortiert sich alles ganz neu. Die Millisekunde hat sozusagen lange dominiert. Facebook rückt ja selber davon ab, es auf diese Art und Weise zu optimieren. Und jetzt haben wir mit Podcasts eigentlich Social Media in so einer ganz, wie soll man sagen, weitgetriebenen Form, sehr viel Persönlichkeit, sehr hohes emotionales Engagement auf beiden Seiten, Macher wie Hörer, sehr viel Selbstermächtigung durch all die Technologien, die heute so furchteinflößend vorgestellt werden, aber wir wissen, wir können das alles mit einem Klick nutzen. Und dieses also aufs Höchstmaß individualisierte Hörerlebnis, von dem wir da sprechen, wenn wir von Podcasts reden, das lässt sich nicht mehr institutionalisieren. Auch wenn die Medienhäuser das noch so sehr versuchen, das durch Hierarchie und Organisation besser zu machen und durch mehr Entscheidung und mehr Planung und so weiter. Aber ich glaube, es lässt sich da einfach nicht mehr viel optimieren. Also der Podcast ist als Prinzip da schon ziemlich ausgereizt und ist in dem Falle eben nicht das nächste Medium, das historisch an das Radio anschließt, sondern steht einfach daneben. Es gibt nicht nur jetzt endlich Podcasts, sodass wir uns drüber freuen, darüber reden und in Podcasts reden, sondern es gibt heute auch, und das würde ich zu dem zweiten Teil des Nachmittags heute sagen, sehr viel neues Radio. Es wird gerade sehr viel neues Radio erfunden, beispielsweise weil die Profis aus den schriftgebundenen Medienhäusern jetzt eben auch sehr viel mit Audio arbeiten. Aber das sind eben, würde ich sagen, keine Podcasts, sondern das ist dieses neue Radio. Und damit müssen wir uns, finde ich, sollten wir uns viel weniger rumschlagen als die alten Radiosender, institutionell gebunden eben auch an dieses Haus, also alte Rundfunkhäuser. Und die Frage, die wir uns ja bei dieser Subscribe hier auch immer stellen, ist ja, und ich weiß, ich habe es gestern schon im Foyer mit vielen Einzelgesprächen so geführt, kann man eigentlich heute noch zum Mikrofon greifen, ohne gleich Radio machen zu müssen? Also muss man sich so einschüchtern lassen von all dem, was wir eben hier präsentiert bekommen haben. Weil am Ende landen wir alle in der gleichen iTunes-Charts und im gleichen Fit-Katalog. Und die Frage ist ja, was unterscheidet uns denn? Weil der Hörer unterscheidet ja nicht, nur wir Macher unterscheiden zwischen Podcast und Radio. Für den Hörer ist ja egal. Wie können wir denn eigentlich in diesem Kampf noch mitspielen? Ja, wenn wir jetzt hier von der Süddeutschen Zeitung, wo die Leute den ganzen Nachmittag drin sitzen und aus 26 Minuten 13 hochspannende, dichte Minuten, also kann man da noch mithalten? Kann man noch zum Mikro greifen und tatsächlich einfach nicht Radio machen, sondern Podcast? Wo also noch alles aus einer Hand kommt, das ein Hobbyprojekt ist, das unabhängig bleiben will, aber vielleicht eben mehr sein will als so ein Buddy-Projekt, wo man nochmal zwei Freunde treffen sich, führen einen Dialog, nehmen das auf, sondern wo man auch mit akademischem Anspruch und mit journalistischen Idealen und vielleicht auch mal mit der Idee, es soll reine Unterhaltung sein, an die Sache rangeht, aber nach allen Prinzipien wirklich vermeidet, Radio werden zu wollen und Podcast zu bleiben. Und da, finde ich, haben wir mittlerweile so ein Stadium erreicht, wo man sagt, ja, es gibt jetzt sehr viele neue Audioprodukte, immer wieder neue, die tauchen dann immer in den Feeds, in den Charts bei iTunes so gleich ganz oben auf, damit sie so ein bisschen sichtbar sind, ist jedenfalls mein Eindruck. Und wenn wir von Podcasts reden, wird ja sehr viel gequasselt und wenn die Leute mehr machen wollen als nur einen Podcast, also sich Ansprüchen stellen wollen, dann ist immer gleich die Frage, das hatten wir auf der letzten Subscribe, muss ich jetzt schon eine GmbH gründen? Reicht noch eine UKG? Dann hatten wir auch Vertreter, die hier anwesend sind und die ich eben auch schon genannt habe, beispielsweise bei den Radiotagen in Frankfurt, wo der erste Tipp eines Podcast-Labels an junge, nachwachsende Journalisten, die sich auch an Audio versuchen wollen, war, Zitat, wenn ihr euch erstmal einen Notar gesucht habt, dann müsst ihr euch keine weiteren Fragen stellen, ja, weil Notare kennen sich aus. Aber ich meine, das kann nicht der Anspruch sein. Man kann nicht den jungen Leuten, die auch mal Audio probieren wollen, sagen, ihr braucht nur einen Notar und dann ist alles gut. Denn es ist so, Podcasts und Podcasterinnen, so professionell man es machen will und umso mehr man sich auch an guten Beispielen orientieren möchte, es ist an sich erstmal kein Beruf. Also das wird noch lange dauern, das kann ich euch als hauptberuflicher Audioproduzent, der unangebunden an irgendwelche Institutionen sagen. Das Finanzamt kennt den Podcaster nicht und wenn ihr euch irgendwo anders informiert, da müsst ihr im Detail erklären, was ihr macht. Man rutscht dann natürlich schnell
und sagt einfach, ja gut, ich bin halt Journalist. Ja? Journalist, das kann nämlich jeder über sich behaupten. Es ist ein besonders freier Beruf. Und das kann man sich auch vergegenwärtigen. Man kann einfach so Journalismus machen. Man kann einfach einen Podcast starten und sagen, nee, ich brauche gar keine Organisation. Ich brauche niemanden, der mir hilft bei der Organisation der Finanzen. Ich brauche keinen Notar zur Erleichterung der Kommunikation mit dem Finanzamt. Vielleicht einen Steuerberater, damit die auf der anderen Seite wissen, ja, sie haben es ja mit einem Profi zu tun, ja, damit man da so ein bisschen Zug drin hat in der Kommunikation mit dem Finanzamt, aber ansonsten ja, ist man da schon ganz gut dran. Man braucht keinen Notar, man muss kein Gewerbe anmelden, man hat nicht mal Buchhalterpflichten. Ja, es ist ganz einfach, man kann einfach so podcasten. So, und wie verteidigen wir jetzt dieses Prinzip Podcast gegen das Medium Radio? Und deswegen auch so ein bisschen dieser Vortragstitel, wie schafft man sich den Kopf wieder frei? Oder wie es heute Morgen von Kerstin Ruskowski beim Vortrag zum Thema Müll gesagt hat, ja, wie holt man sich selbst aus diesem Formatzwang, den Medienhäuser bieten und in dem man auch selbst so schnell reinsteuert? Wie macht man das? Und da will ich nochmal drauf hinweisen. Wir müssen alle uns fragen bei unseren Projekten, die wir machen, wie viel Programmdirektor steckt eigentlich in unserem Kopf? Und wie viel davon ist eigentlich nötig? Und auf wie viel Programmdirektor können wir eigentlich verzichten? Weil das ein Nullsummenspiel ist, mit wie viel können wir eigentlich den Hörer bei uns vergegenwärtigen? Wie viel Rücksicht können wir auf den Hörer nehmen? Wie sensibel können wir unsere Formate mit ihm entwickeln? Welche Kanäle können wir bespielen, um Feedback einzusammeln? Da werden auch viele wieder aussortiert. Also man muss dann gar nicht zu zaghaft mit dem Hörer umgehen. Nicht jedes Feedback ist super wertvoll. Der Hörer hat nicht immer recht, aber man sollte eben so diese Imagination lassen, dass man ihn super wichtig nimmt und dann auf lange Frist auch wirklich wichtig nehmen. Und zwar immer gegen den eigenen Programmdirektor im Kopf, den man sich da so vorstellt, wenn man beispielsweise Konkurrenz auch zu dem, was wir eben gehört haben, hören will. Ich habe es mir nochmal so aufgeschrieben, das wäre vielleicht auch so ein Satz für eine Folie. Radio hat Publikum, weil Radio kommt nicht aus der Logik raus, weil am Ende steht die Finanzierungsfrage, auf Masse zu gehen. Und wenn wir vom Podcast reden, dann haben wir doch irgendwie so diesen einen Kopfhörer am Ende im Sinn, für den wir senden, also den Hörer auch nochmal fast im Singular. Es gibt dann viele davon, aber es ist dann doch der Hörer, der eigentlich die Sachen bestimmt, während Radio eben ein Massenmedium ist und bleibt und hier auch versucht wird, das muss man, also will ich nicht zu viel drüber sagen, aber während wir sagen, unser Podcast-Leben boomt, alles, was wir die letzten 4 Vorträge gehört haben, ist natürlich Krisenbewältigung. Und zwar existenziell. Von all den Zeitungen, die wir gesprochen haben und auch bei Spiegel Online geht es darum, hunderttausende Abonnenten, die man verloren hat, irgendwie zu ersetzen. Diese Abonnenten haben vor 20 Jahren noch 40 Euro im Monat gezahlt für diese Arbeiten, die da als finales Produkt rausfielen. Und jetzt publiziert man diese Podcasts kostenlos und man braucht dann teilweise ein Jahr, um noch so einen Werbespot reinzubringen. Und dann sieht man, ja gut, startet erstmal ganz gut, aber dann rutscht es bei iTunes dann doch so ein bisschen rein und die Konkurrenz ist hoch. Und von den 100.000 zahlenden Abonnenten, die man über die Jahre verloren hat, gewinnt man vielleicht 30.000, 40.000 Hörer, die auch erstmal nur mit Werbung gespielt werden können, die also auch nicht groß bereit sind zu bezahlen. Und das ist doch ein relativ großes Problem. Und da ich ein bisschen abkürzen will, will ich nur noch mal darauf hinweisen und da noch mal auf Tims, das Radio und dann gibt es so nächste Medien, also es gibt so einen Ablauf. Wir können das im ganz großen historischen Rahmen noch mal aufziehen, weil da wurden die letzten Jahre Texte geschrieben, die dann doch noch mal sehr viele Journalisten, also viele, die ich kenne und mit denen ich darüber spreche, also wirklich in Angst und Schrecken zu versetzen. Weil wenn wir jetzt von 2000, 3000 Jahren Zivilisation mit allen Auf und Abs, ja, seit die ersten Pamphlete irgendwie handschriftlich verteilt wurden, und da reden wir schon über die alte Antike, noch nicht mal über die neuere, bis hin zur Druckerpressenerfindung und so weiter. Wie kurz war eigentlich tatsächlich die Zeit, in der wir organisiertes Audio hatten, also organisiertes Herstellen von Audio-Medienformaten. Das sind nicht mal 100 Jahre, die das wirklich dominierend war. Also wir hatten von beispielsweise die Gutenberg-Parenthese, wer sich da einlesen will, das ist ein hochinteressanter Term von zwei
Literaturprofessoren aus Dänemark, die in der Harvard-Uni vor mittlerweile 10 Jahren, also 2009, Vorträge darüber gehalten haben, dass wir eigentlich jetzt wieder in so ein bäuerliches Mittelalter zurückstürzen, in dem wieder die Spontanität, das gesprochene Wort, Schrift ist viel zu anstrengend, keiner will mehr lesen und so weiter. Und die haben das mal richtig durchformalisiert und in so einen historischen Kontext gebracht. Und wenn man das als Journalist liest, dass das eigentlich die Zukunft ist, also dass man zahlende Leser verliert, aber nirgendwo Potenzial ist, auf dieser Ebene sowohl Reichweite als auch Geld, Relevanz und Reichweite und Finanzierung zu gewinnen, dann wird einem doch so ein bisschen, man hat dann Angst, wenn man noch viele Jahrzehnte im Beruf vor sich hat. Mark Zuckerberg selbst als Facebook-Chef hat, und jetzt leitet er diese Wende tatsächlich ein, der hat schon 2014 von den New Social Spaces gesprochen, die er schaffen möchte. Es sind, sagte er damals im Investors Call, es sind 100 oder 150 Menschen, die dir wichtig sind, und die schaffen diesen und die Schaffung dieses Raums, also für diese maximal 150 Menschen, mit einer Privatsphäre, wie es sie vorher im Internet nicht gab, war es, die die Kommunikation ermöglicht, mit der sich Menschen wohlfühlen. Also er hat schon vor über 5 Jahren eingeräumt, dass er eigentlich dieses, ja, erstmal senden wir in die ganze Welt, diese Idee des Broadcastings, die wir eigentlich aus den Massenmedien kennen, die bilden wir jetzt nochmal für jeden Einzelnen ab, dass das eigentlich ein Irrweg war, hat er schon vor 5 Jahren seinen Investoren gesagt, und dann hat er dieses Pferd aber nochmal zu Tode geritten und noch die letzten Werbegelder rausgepresst und den Newsfeed, und jetzt wird ganz Facebook zu so einem Dark Web, und man fragt sich so langsam, die Journalisten, wenn die Podcasts publizieren, wenn die Texte publizieren, und das endet alles nur noch in WhatsApp-Gruppen und so weiter, was hat man überhaupt, also wie will man überhaupt noch so Analytics und sowas machen, ja? Reichweiten und Relevanzen einschätzen und das vielleicht noch eigenen Werbepartnern irgendwie erklären. Und da will ich noch auf ein Buch hinweisen, das heißt Writing on the Wall. Das ist, da geht es um Social Media, The First 2000 Years von Tom Standage oder so. Der hat damals Maschinenbau studiert, ist dann über die Informatik und Interesse am Thema Redakteur beim Economist geworden. Und das ist sozusagen fast so ein Grabstein, den man hinstellt. Der sagt, es war im Grunde immer alles Social Media. Das Einzige, was jetzt dazukommt, ist eben das riesige Internetkonzerne, das im Hintergrund für uns organisieren, aber eigentlich so, dass uns ganz gar nicht mehr groß auffällt, was für eine Technologie und wie raffiniert das ist und was da dahinter steckt. Und wir werden uns zukünftig alle wieder verfangen in so einer, wie es eben Mark Zuckerberg auch sagt, Kommunikation zwischen allerhöchstens 150 Menschen, weil mittlerweile jedem auffällt, also ich habe meinen Twitter jetzt auch sehr reduziert, weil ich denke, ja, warum nochmal diesen Tweet schreiben, ja, und irgendwie in 5 Jahren wird sich das auch rumsprechen, warum nochmal hier diese kleine Aktion, warum nicht einfach sich zurückziehen auf Freunde, Familie, Bekannte, keine Ahnung. Und je nachdem, wie sich das jetzt ausgestaltet, steckt da einfach eine große Gefahr für im Grunde alles drin, denn die Idee von Demokratie, die wir haben, die ist ja ganz eng geknüpft an den Erfolg von Massenmedien. Jetzt sehen wir, dass Massenmedien nicht mehr so gut funktionieren, aber der Podcast und die Radios, würde ich sagen, sind die, oder Podcast ist neu, aber das Radio ist dann vielleicht sogar das einzige Medium aus der Massenmedienzeit, das die Digitalisierung überstanden hat mittlerweile. Also es hat immer noch hohe Attraktivität, wachsende Reichweite. Die Frage ist nur, wie geht man damit um, dass man eventuell so Mega-Organisationen nicht mehr braucht, weil einfach der Sendeplan, über den der Programmdirektor befindet, entfällt. Wir hatten Ulrike Winkelmann bei uns im Podcast, die macht hier die Verantwortung in Deutschlandfunk Hintergrund. Und ich habe ihr gesagt, ich kenne jedes Thema, das ihr behandelt, und die meisten Hintergrunds höre ich sogar in voller Länge, aber sag mir doch mal, wann ist eigentlich der Sendeplatz? Und da ist sie aus allen Wolken gefallen, als sie mir gesagt hat, dass der 18.40 Uhr ist. Und ich ihr sagte, aber ich habe 3 Kinder, ich höre 18.40 Uhr kein Radio, ich lese da auch kein Facebook, ich lese da kein Twitter, ich mache da gar nichts medial, aber zum Einschlafen höre ich Hintergrund. Und ich weiß, wie wenig diese Realität aus Sicht der Hörer hier im Haus, bekannt ist sie, aber wie wenig sie ins eigene Tagesgeschäft eingebaut ist. Aber ich würde sagen, wir können mit so einer positiven Sache rausgehen. Radio hat es überstanden. Die Frage ist nur, also das Prinzip Radio. Die Frage ist jetzt, was ist mit der Organisation Radio? Und wir haben neue Podcasts. Und nach der zweigeteilten Definition, die ich eben meinte, würde ich sagen, wir müssen uns jetzt auch Gedanken darüber machen, wenn Radio das Einzige ist, was den großen Medienhäusern bleibt, müssen wir uns unterscheiden als Podcaster von Radiomachern. Und wir sollten als allererstes damit anfangen, dass man
Radiosendungen zum Nachhören anbietet in großen Häusern, aber keine Podcasts. Und wir sollten eine Podcast-Definition finden, mit der wir diese Selbstbestimmtheit und die Unabhängigkeit und alles, was uns vom Radio unterscheidet, weil wir jetzt auch eine Definition von Radio haben, darstellt und das dann auch in Praxis umwandeln. Und damit ist gemeint, einfach senden, zum Mikrofon greifen. Hier sind Leute im Raum, die haben schon 5 Leute zusammengesammelt und wollen in Bochum die Lokalpolitik behandeln und darüber sprechen und die Protagonisten anfragen. Und es muss einfach gemacht werden. Das darf man nicht weiter organisieren und noch ein Meeting mehr ändert da auch nichts dran, sondern das ist dann, da zählt dann nur noch Praxis. Vielen Dank. Applaus